Willkommen zurück zu Limbo. Nun ja, jetzt sind wir hier an dieser Stelle ziemlich so angelangt. Nur ich finde keine Lösung, wie es hier weitergehen soll. Ha! Ups. Nun ja. Wäre mir das also doch nur schon vorher eingefallen. Aber nein. Das Rätsels Lösung ist doch manchmal leichter, als man denkt. Scheint auch später wichtig zu sein. So positioniere ich es immer so, dass man rein theoretisch drüber kommen sollte. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ah, okay. Wird doch leicht. Man muss nur mal ein bisschen umdenken, dann geht das Ganze auch. Was erwartet mich jetzt? Müsste er kommen. Okay, dafür brauchen wir die Kiste, also. Okay, dafür können wir die Kiste nehmen. Obwohl, da komme ich nicht drüber. Obwohl, das sollte doch schon klappen. Aber nicht so.
Ja, funktioniert doch. Und dafür brauche ich jetzt die zweite Kiste. Also doch noch mal hier hoch, um diese Kiste zu holen, in der Hoffnung, diesmal nicht dabei zu sterben. So. Okay, auch wieder eine Timing-Geschichte. Oder auch keine Timing-basierte, aber man muss schon ein bisschen kreativ denken. Jetzt ist nur die Frage, was passiert jetzt hier? Tom, kannst du mir das vielleicht erzählen? Upsala. So, von da sollte man auch dann hier reinkommen.
Da kann ich auch gleich das hier machen. Ja. An den Timing hätte ich doch noch ein bisschen feilen sollen. Aber wie ich immer so gerne sage, hätte, hätte, Fahrradkette. Warum gefiel mir das jetzt schon von Anfang an nicht? Ja, falsche Strategie. Eine Kiste zu schieben ist anscheinend doch immer ein bisschen schlauer. Da sitzt man ja nicht wie ein Kaninchen in der Falle, ne? Okay, das muss das nächste Mal wesentlich früher geschehen. Relativ wenig Beleuchtung hier. Natürlich.
Natürlich, wenn es bändig ist. Also da bleibt mir relativ wenig Zeit, um darüber zu kommen. Sag ich doch. Mich dieser Weg hin. In den Tod. Natürlich. Also, bevor das nach oben geht, müsste ich am besten schon 10-mal drüben sein. So, mal gucken. 1, 2, 3, 4. Wir bleiben gut 4 Sekunden. Ja, das war knapp. Komm, das war knapp. Das hätte er doch durchgehen lassen können. Also hier werde ich noch öfters das Leben von Tom gefährden bzw. beenden. Wie schon gesagt, das werde ich noch öfters gefährden jetzt in dieser Folge. Ja, das war mein USB-Anschluss von meinem Handy, das was ich beendet habe, diese Verbindung. Also nicht wundern. Jetzt kommt mir die Idee.
Jo, der ist so stark, der hängt sich mit seinem eigenen Körpergewicht an einen Arm. Okay, da muss das Timing noch wesentlich besser werden. Geht doch. So, da sollte ich ihn stehen lassen, würde ich mal schätzen. Hey, mal wieder mal tot. Und wieder. Und ich glaube, das sollte ich doch woanders hinstellen, denn das scheint mir dann irgendwas zu sein, wo es dann steil bergab geht. Obwohl, da steht Strom. Ich würde es noch rausfinden.
Geht doch. Wusste ich so. Nein. Verdammt. Scheiße. Geht doch. Oh, das war so knapp. Das wird nix. Yay, auf Knien schneiden. Kacke, dass man nicht sprinten kann. Klar, ich habe gar nichts berührt davon, aber auch egal. Yay, macht das einen Spaß. Ja, langsam spielen die Nerven. In dem Motto spielen wir das Lied vom Tod. Diese Stelle ist bei diesem verdammten Scheiß. Muss er ja natürlich so richtig schön schwierig sein. Hey!
Als wären wir mit den anderen Sachen schon nicht beschäftigt genug gewesen. Nein, es muss ja noch eine richtig schöne Timing-Sache rein. Die man nur mit Glück schaffen kann. Ja, kurz bevor ich es geschafft habe, hey, das hier. Das ist die Idee. So, nachdem ich jetzt so gesagt 5 Minuten schon überzogen habe, bleibt mir nur noch zu sagen, haut da rein und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Limbo!